Jetzt zieht er die Schuhe aus. Ja, Sascha, hast du frische Socken an? Ja. Bin der Carsten. Nennt mich einfach Dieter, ne? Ja. Okay, komm mal her, mal. Kann ich ein bisschen weiterprügeln, kann dir was erzählen? Ja, warte mal. Komm, stell dich mal dazu hier. Kannst du das Ding mal festhalten, dann kannst du ein bisschen fester zugehen. Sieht mal mein Hemd aus. Wir alten Männer unter uns. Du lebst aber auch hart am Eisen, ne? Ja, du willst schlafen daneben. Also mit den Kumpels hier muss ich doch viel machen. Hau komm drin. Dann hier. Kannst reinhauen. So, pass auf, es geht um Folgendes. Ja. Ich habe hier ein Schützling, ja, ein Talent, 22 Jahre alt. Der boxt bei mir hier. Okay. Ja, und er hat in letzter Zeit hier Probleme, meiner Meinung nach. Okay. Und die letzten 4 Wochen kommt er unregelmäßig, kommt gar nicht. Sehr untypisch, ja? Ist nicht konzentriert bei der Sache. Mhm. Und die letzten 3 Tage verschwunden. Mhm. Keiner weiß, wo der Kerl ist. Handy, solange es noch ginge, habe ich ihm auf die Box gesprochen. Er soll hier unbedingt sich melden. Hat er eine Freundin? Sonst muss ich, ja, sonst muss ich den Kampf absagen. Oh, der steigt. Mhm. Ja, das ist der Kampf des Jahres für ihn. Für mich finanziell, gell? Mhm. Für das Studio hier auch. Aber er meldet sich nicht bis heute. Jetzt habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, weil ich den kenne. Okay. Der ist okay, der ist standhaft, der konzentriert sich, der macht seine Arbeit, kommt zum Training und geht nach Hause. Alles klar. Kein Alkohol gehabt, nichts. Ne? Wie sieht's aus mit Kontakten? Hier aus dem Studio, geht er mit irgendwelchen Jungs mal los? Hat er keine. Sonst Freunde? Nix. Nicht bekannt. Also er hat nur für den Sport gelebt? Der hat nur das hier gemacht. Ich meine, das ist natürlich sehr untypisch. Ich meine, vielleicht haben sie wirklich familiäre Probleme oder steckt irgendwas anders hinter. Also pass auf, wir können dir eins anbieten. Die Frau wird dir ja nicht viel erzählen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen da mit ihr reden. Ich sag mal, erstmal merke ich, wenn sie mich verarscht und wenn sie mich belügt. Okay. Und dann kriegt die Wahrheit auch raus. Zweitens, lasse ich meine Kontakte hier einfach mal spielen. Wenn er sich hier irgendwo, egal wo, aufhält, in irgendwelchen Puffs oder Clubs, dann kriegt er raus. Meine Kontakte finden ihn. Das ist das, was ich jetzt anbieten kann. Wenn ich wüsste, wo er ist, oder dass ich mal mit ihm reden könnte, das wäre schon mal viel wert. Ne? Machen wir groß. Pass auf. Hast du denn für uns irgendwie Adresse, Bilder? Ja, ich habe das vorbereitet. Das gebe ich euch mit hier. Okay, okay, super. Da ist ein Bild drin von ihm. Ja. Und die Adresse habe ich, glaube ich, hier auch geschrieben. Guck mal. Ja. Ja, das ist wohl die hier. Okay. Und da ist ein Bild drin von ihm. Ja. Das ist er, ne? Der ist erst 22, der Junge. Das ist ja so ein Küken. Aber er hat aber keine Flausen im Kopf. Nicht nur allein das Geld spielt eine große Rolle, sondern auch das Menschliche. Ich denke mal, es ist schade, wenn so ein junger Mensch seine Chance verspielt, sein Leben verspielt, auch die Familie aufs Spiel setzt mit dem kleinen Kind. Ich denke mal, das ist auch mit ein Hauptgrund, warum wir versuchen werden, herauszufinden, was da eigentlich läuft, damit wir den Jungen wieder auf die richtige Spur kriegen. Vorne ins Laden, da soll er sich definitiv heute aufhalten. Meine Connection hat mir bestätigt, der ist heute da. Aber tut mir den Fall, rutscht mir nicht so auf den Sack hier, wir brauchen ein bisschen Platz. Hey, Jungs, nicht alle nacheinander. Einzeln, Stück für Stück. Frequenz 5, Walkie-Talkie. Ja, der hat da drin jetzt ein bisschen mit so einer eigentlich hübschen Mieze rumgemacht, aber hat er auf einmal abrupt abgebrochen. Keine Ahnung warum, jetzt steht er hier und ich glaube, der ist so stinkend abgefüllt. Ich denke mal, der wartet auf das. Wartet mal, da kommt ein Taxi. Vielleicht wird er von dem Taxi abgeholt. Ja, ist es. Jungs, der nimmt den Taxi. Ihr bleibt dran, ich springe den Hammer und komme hinterher. Versucht ihn mal nicht aus den Augen zu verlieren.
da steht eine Menge auf dem Spiel. Nicht nur seine verschissene Karriere, sondern seine Familie steht auf dem Spiel. Die haben Kinder, das ist 10-mal mehr wert als der Rest, aber der Typ steht so neben sich. Was du vielleicht nachher mal machen solltest, gleich irgendwie mit dem Auftraggeber Kontakt aufnehmen, dass wir jetzt wissen, wo er abends hingeht und wie er sich verhält. Jetzt gucken wir mal, wo er weiterhin fährt. Das mache ich im Anschluss gleich, ja. Wir bleiben jetzt erstmal dran. Wir haben ihn ja vor uns, wir verlieren ihn ja nicht. Der Typ ist stinkbesoffen. Ich befürchte mal nicht, dass der jetzt hier rausspringt und quer der Beete wegläuft. Weiß man nicht so, ne? Micha, hier sind Hotels, der wird langsamer. Ich meine, der könnte jetzt durchfahren. Rutsch den mal nicht so auf den Buckel. Bleib mal ein bisschen weg, sonst kriegt er das ja noch mit. Ja, okay, ich gehe jetzt schon mal raus. Alles klar, spring hinterher, beeil dich, dass du das mitkriegst. Bleib mal ein bisschen zurück, bleib mal ein bisschen weg. Für Michael kommen. So, er ist jetzt rein und hat Zimmer 43. Der, okay. Der wohnt aber schon länger wohl hier, weil die gesagt haben, schönen guten Abend und hat ihm sofort ein Zimmer gegeben, haben wir ein bisschen gesprochen, ist sofort hoch. Ich drehe vorne, ja? Ja, ja, Digga. Alles klar. Ist gleich hoch. Ist hochgetorkelt, war da noch jemand bei oder nicht? Nee, allein ist er hoch und ist aber wohl schon länger eingebucht hier. Okay, naja, jetzt rausgekriegt. Ich denke mal, Kinder, dass ihn da oben einer wartet, bezweifle ich mal. Okay, was sollen wir jetzt machen? Digga, der stinkt besoffen. Ja, wir brechen das. Noch einen Augenblick vor Ort bleiben. Nein, Digga, der stinkt besoffen, der wird jetzt gleich ins Bett fallen. Okay, rufst du an? Ja, machen wir. Digga, wir machen hier Feierabend, der Typ ist stinkt besoffen, der bringt nichts. Okay. Wir sehen uns morgen. Der Typ ist jetzt hier eingesteckt in diese kleine Kaschemme. Ich meine, er ist nicht nach Hause gefahren, also da muss definitiv irgendwas im Argen sein. Ich meine, wenn man so ein schönes Zuhause hat, eine Familie, hübsche Kinder. Ich meine, was steigt man hier in so einem scheiß Hotel ab? Also irgendwas ist mit den Typen stimmt nicht. Ja, eine Braut ist definitiv nicht dabei. Ja, glaube, das können wir abchecken, weil ich meine, hallo, er hatte einen schönen fruchtbaren Apfel voll, davor, konnte zugreifen, hat es abgelehnt. Also ja, vielleicht ist es der Druck, ich weiß es nicht, aber jetzt hier abzuhängen, das bringt nichts. Pass auf, das Hotel ist direkt hier vorne, hinter der Kurve kurz, da ist so ein Aufgang. Ja. Ich denke mal, wir gehen jetzt mal da raus, Hammer. Ja? Aber bleib ruhig, bleib ruhig. Bin ich mal gespannt hier auf den Kerl hier, der da abgezogen wird. So. Ich weiß, du bist auf 180. Ja, na kein Wunder, hör mal zu. Bleib locker. Pass auf, sieh das so, es ist dein Sohn, du versuchst ihn auf die richtige Spur zu kriegen. Ja. Der hat auch Trocken geraucht oder sonst was gemacht. So, da vorne ist der Eingang. Was sind denn die jungen Leute? Direkt hier vorne, da wo die Metalltreppe ist. Okay. Hör mal, bleib hier. Pass auf. Geh da hinten. Komm. Bleib hier, Dieter. Bleib hier. Siehst du was? Ja. Da ist er, Marco. Die Lucha kenn ich, die zwei. Kennst du die? Ach klar, das sind welche aus dem gegnerischen Boxclub von meinem Freund. Was wollen die von ihm? Keine Ahnung, das sag ich dir. Okay, pass auf, die kommen. Okay, komm, Dieter. Lass jetzt nichts machen, wir brauchen es jetzt nicht. Wir haben den Marco da in der Durchfahrt gesehen von dem Hotel. Und da waren zwei Typen dabei, die ihn in dem Moment irgendwo, ich kann es noch nicht so richtig deuten, was da passiert ist, aber die schienen auf ihn einzureden. Die hatten einen Koffer dabei. So, und wie wir gerade mitbekommen haben, sagte der Dieter, ja, das sind Jungs aus dem gegnerischen Boxclub. Ich denke mal, da soll irgendwie ein ganz krummes Ding laufen, was wahrscheinlich mit dem Kampf zu tun hat. Wir beobachten die Situation einfach weiter, weil jetzt haben wir endlich einen Anhaltspunkt. Jetzt können wir ansetzen. Und wir Füße stillhalten, Leute. Jetzt erstmal gar nichts. Ich muss jetzt erstmal irgendwo hin. Ich habe die Schnauze jetzt erstmal voll, sonst passiere ich noch was da. Ja. Sonst mischt die zwei noch raus. Dresch lieber auf den Boxsack nochmal ein. Wir sind hier vor Ort, wir informieren dich. Alles klar? Ja, da kommt, warte mal, lass mal eben ganz kurz. So, er kommt jetzt raus. Was macht er? Er telefoniert. Komm, wende schon mal, das ist sowieso eine Einbahnstraße, ja, der mal. Muss hier. Warte mal, was macht er denn?
Ja, jetzt, wir stehen im Auto. Pass auf. Wir wenden jetzt schon mal, damit wir direkt hinterher können. Ja, also ich denke mal, der Dieter war besser, dass er jetzt gefahren ist, dass er nicht eingreift. Weil ich denke mal, da gibt es ja auch einen Hintermann noch. Das wollen wir erst noch alles genauer ermitteln. Und die Eskalation hätte hier stattgefunden und ich glaube nicht, dass das gut gewesen wäre im Moment. Also wenn, dann fährt er auf den Parkplatz. Ja, dann lass uns mal eben schauen. Pass auf, gehe ich hier schon vorher. Links geht, rein. Da, geht da rein? Warte, geht warte, da rein? Warte. Ja, okay. Alles klar. Dann lass uns direkt hier reinziehen. Der fährt okay. Direkt rein. Also, ich bleib direkt. Oh, da warten schon Typen. Okay, dann. Warte, lass uns mal direkt hier rein. Und, kannst du was erkennen? Alter, was geht denn da? Hör mal, das sind doch die Typen. Das sind die Typen von vorhin. Koffer, der andere? Von den Füßen. Alter, was geht da ab? Da die streiten sich. Er hat den Koffer vor den Füßen. Hallo, okay. Hey! Die Arschlöcher! Schuss da! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey! Wer seid ihr denn? Pass auf. Der Kerl hat uns beauftragt. Pass auf, irgendwas ist nicht los. Stimmt nicht. Was ist passiert? Erzähl mal, was ist los? Was ist los hier? Ich werde seit Wochen von dem Mann abpresst. Wer ist das? Welcher ist das? Der Große. Der Chef von der anderen Box. Okay, und was wollen die von dir? Die wollen, dass ich einen Kampf verliere. In der dritten Runde soll ich gegen einen Mann von Paul K.O. gehen. Oh. Und die haben dir Geld geboten, oder was? 10.000 Euro. Ja, und damit jetzt? Die haben mir gedroht, falls ich das nicht machen sollte, würden sie meiner Frau... Pass mal auf. Ich muss dir ganz kurz was zeigen. Ich habe hier ein Foto. Kennst du diesen Typen? Hast du den schon mal gesehen? Das ist ein Boxer von Paul. Aber die waren bei deiner Frau die Tage. Ach du Gott, Scheiße. Die ist in Gefahr, wir müssen Alter, sofort komm, dahin. Komm. Geht! Komm! Wir müssen Carsten informieren, ja? Gell? Wir haben nicht viel Zeit. Die Familie ist bedroht. Die sind drei Mann. Der Wagen ist schon da. Komm, lass uns direkt rein. Hey, Jungs, tut mir nicht fein. So. Ihr bleibt hier stehen. Wir machen das jetzt. Bleibt hier stehen. Wir erledigen das jetzt. Bleibt hier. Sascha. Versprich mir, hier zu bleiben. Sascha, bleib du vorne. Bleib du vorne. Du bleibst hier vorne. Und du rufst die Polizei direkt an. So, pass auf, Carsten. Bleibt. Tut mir nicht fein. Halt ihn zurück. Du bleibst zu dritt. Hier, Händiker. Carsten, wir sind zu dritt. Du nimmst den Großen. Da ist ein Großer. Ich wollte nie wieder einen Boxring von außen kriegen. Guck mal her, du Mensch, du. Wir werden dich, glaube ich, erstmal mitnehmen, hör mal. Der geht runter. Der wird ja nicht in Runde runtergehen. Ne? So, Jungs, was ist hier los? Hä? Was ist hier los? Du Arschloch! Meine Mädchen sind raus! Komm, Albrecht! Komm! Mein Freund, da Frauen kannst du nicht anmachen, oder was, ja? Wird schön hier. Was kann das? Mein Arsch auf den Hip, den Mensch, mein Freund. Bleib hier. Sascha, halt den Boden! Auf den Boden, komm her! Komm her, hinten. Denkst du? Wenn mir ist alles in Ordnung. Wie sieht's bei euch aus? Wie sieht's aus, alles in Ordnung. Alles gut. Geh mal, weg hier. Geh mal, hier. Ab das Blatt! Bleib da stehen! Alles dabei! Sauber? Alles sauber! Sascha, komm her! Halt die Fresse! Beweg dich, Alter! Dummen in dir fallen! Das willst du auch noch hier! Großer! Hey! Ruhe ist jetzt hier! Komm hier nochmal die Nein, Digga! Ruhe jetzt! Jetzt ist Feierabend! Backpulver mach ich auf dir! Dicker, Ruhe ab! Was ist hier los? Passen Sie auf! Klarer Fall von Nötigung, Erpressung,
Körperverletzung, alles dabei, alles natürlich dabei. Hier sind drei Kasperköpfe, die könnt ihr einsammeln. Ja, dem haben sie erpresst. Machen wir alles. Schnippt ihr den Müll erstmal aus den Augen. Ja, hättest aber mal gleich zu mir kommen sollen. Im Endeffekt war das von der Gegenseite Boxpromoter, der wollte, dass er den Kampf verliert. Hat ihm auch Kohle geboten, er wollte nicht. Dann haben sie seine Familie bedroht. Also ganz miese Scheiße. Und dann habt ihr gesehen, drei Typen auf so ein kleines Püppchen. Was für Pussys, ist ganz übel. Ja, Erwin. Ja, ich bin gerade angekommen. Mama, ich danke dir. Ich melde mich später nochmal, ne? Alles klar, danke dir. Ciao. War mein Bruder. Kein Problem. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ja, wenn Sie da, mit Milch und Zucker, bitte. Milch. Oh, so. Ich wollte euch beauftragen, meine Frau gerne zu beschatten. Mhm. Ihre Frau zu beschatten. Dann sagen Sie mir noch mal, aus welchem Grund ich Ihre Frau beschatten soll. Ja, folgendes. Ich bin seit 10 Jahren mit meiner Frau zusammen, verheiratet. Ja, und wir hatten vor 10 Jahren, wo ich sie kennengelernt hatte, ein Riesenproblem. Da war sie tablettenabhängig. Tablettenabhängig? Was waren das für Tabletten? Alles an Beruhigungstabletten. Jetzt vermuten Sie, dass sie jetzt wieder tot. Haben Sie mal irgendwie die Wohnung durchsucht oder wie kommen Sie da drauf? Ja, das war mein erster Gedanke. Die Wohnung habe ich auf den Kopf gestellt. Ja. Nur die Handtasche, da kann ich nicht dran. Ein Heiligtum. Da kriege ich den größten, ja, ja. Da kriege ich den größten Ehekrieg. Frau manchmal speziell. Ja, wie komme ich da drauf? Weil das die gleichen Symptome sind, wie ich sie vor 10 Jahren jetzt schon mal kennengelernt habe. Die kommt nach Hause von der Arbeit, setzt sich da hin, kannst du mir sagen, wie war der Tag oder hast du gar nichts? Total abwesend. Abwesend. Der Stil von ihr hat sich geändert. Okay. Früher war das, um über den Tag hinauszukommen. Mhm. Um das einfach zu unterdrücken und irgendwie den Tag durchzustehen. Ne? Ich bin seit 2 Jahren arbeitslos. Okay. Seit 1 Jahr sind wir in Hartz IV reingerutscht. Ja, und dann kam Viola an und sagte zu mir, ja, komm, ich geh dann halt putzen. Mhm. Ich komme jetzt zwar dabei vor wie ein Arschloch auf Deutsch gesagt, Loser, wie ich will Ernährer sein. Und meine Frau geht arbeiten und ich hänge zu Hause ab. Schrumpfst du ein bisschen das Selbstwertgefühl. Richtig. Ja, jetzt hat sie mehr Stress und daraufhin vermuten sie halt, dass sie wieder Tabletten nimmt. Ja, weil die kommt erst abends, sie kloppt über Stunden, die kommt erst manchmal nachts nach Hause. Ja, wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Wir werden uns jetzt an die Frau dranheften, sprich die Arbeitsstelle von ihr aufsuchen. Dann mal gucken, ob wir sie von zu Hause aus schon observieren können und rausfinden, ob sie wirklich tablettensüchtig ist. Oh, guck mal, sie trifft sich hier mit jemandem. Nee. Wer ist denn das? Ja, dann machst du das doch. Auf jeden Fall scheint sie vertraut zu sein. Okay. Komm, setz uns einfach hier und tun so. Jetzt würden wir uns hier einfach auch eine Mittagspause verbringen. Dann komm her, Schatz. Ich mach mal, weil das eigentlich nicht geht. Ja, genau. Ich mach mir Sorgen. Das ist nur das letzte Mal. Du musst dir Hilfe suchen. Ja, so geht das nicht. Aber das letzte Mal. Hilf mir bitte. Du bist meine einzige Hilfe, bitte. Bitte. Du bringst mich damit in Teufelsküche. Versprich mir, dass du dir Hilfe gibst. Ist wirklich das letzte Mal. Hm? Mhm. Irgendwas über das letzte Mal erzählte. Guck doch mal, die hat dir gerade Tabletten gegeben. Ja, ich guck jetzt nicht so auf, wie ich dahin. Ja, sie hat dir gerade Tabletten gegeben, das gibt's nicht. Aber was waren das für Tabletten? Aber die Freundin hier, die meinte auch so, du brauchst Hilfe, du musst hier Hilfe suchen. Das geht's ja, klar. Welche Freunde macht denn das freiwillig mit? Und immer und immer wieder irgendwelche Tabletten. Ja. Guck mal, da ist er doch. Ja, sehr gut. Fantastico.
Ja. Wer ist die andere? Olivia. Die kennen wir auch noch nicht. Boah, das ist richtig hoch. Nein, ich will nicht. Ich muss nach Hause. Der Kunde wartet schon. Was schreit denn der da so? Ey, mein. Bitte. Ab ins Auto. Ja, wir machen mal von allen ein Foto. Guck mal genau dahin. Was macht die da? Hast du gesehen? Krass, die nimmt da eine Tablette. Guck mal. Tür zu. Das gibt's ja nicht. Pack mich mal hier ab. Okay, komm. Du kommst nicht rein, ey. Scheiße, das Auto steht hier, Mann. Alter, wenn wir jetzt hier reinklettern, dann fallen wir auf. Dann fallen wir auf jeden Fall auf. Und was habt ihr jetzt rausgekriegt von der Frau? Wir wollten jetzt mit Ihnen Rücksprache halten, dass wir Ihnen einfach mal ein paar Sachen sagen. Wir haben hier ein paar Bilder, aber erzählt mal, was da alles aufgenommen hat. Also wir haben gesehen, wie Ihre Frau sich mit einer Frau im Park getroffen hat und von ihr tatsächlich Tabletten erhalten hat. Diese. Können Sie uns sagen, wer das ist? Ja, das ist Ihre Schwester. Was, Schwester? Ja, die ist vom Beruf Arzthelferin. Ist ja interessant, da passt ja alles zusammen. Da hat sie Ihnen gegenüber mal was von einem Spezialauftrag erzählt, weil sie ist nach der Arbeit, wir haben sie observiert, von ihrem Chef. Ja, nee, die hatte mich gestern Abend nur angerufen nach Feierabend, weil ich hatte schon Essen gekocht gehabt. Und da sagte sie, es wird später, sie müsste Überstunden kloppen. Also die ist nach der Arbeit, wollte sie nach Hause, dann ist der Chef noch hinterher, hat die Mädels zusammengepfiffen, hat dann gesagt, hier kommt ab in den Wagen, wir haben noch einen Spezialauftrag. Da haben sich alle beide recht gesträubt. Dann hat ihre Frau eingewilligt, hat sich kurz umgedreht, sich zwei von diesen Tabletten eingefahren und dann ist sie noch mit eingestiegen. Was ist denn das für ein Spezialauftrag? Wir konnten sind zu einer Villa sehen. Gefahren und wir wollten eigentlich, na, das war ein sehr, sehr edles Gebäude und wir wollten da auch mit rein, aber das Tor war schon geschlossen. Wir kamen überhaupt nicht ran, also wir konnten nicht hinterher, sonst wären wir auch aufgeflogen. Ne? Was wir jetzt machen ist eins, ja, wir müssen herauskriegen, was ist das für ein Spezialauftrag und das schaffen wir nur, wenn wir drin sind in der Bude. Und deshalb, meine liebe Pam, gehst du mal kurz googeln nach Firma und schaust nach, genau, ob die nicht unter Umständen gerade jemanden suchen. Und dann, wer kommt hier ins Spiel? Mrs. Undercover, nämlich du. Und da du das ja liebst, im Putzgürtel rumzulaufen, weiß ich ja, ja, wird der liebe Marcel dir jetzt ein paar raussuchen, ein bisschen Sachen, die du dafür brauchst. Und dann gehst du hin und wirst versuchen, das aufzunehmen. Du kriegst eine Kamera, die bringst du auch mit. Hallo. Hallo, die Jenny. Wir haben noch telefoniert wegen dem Job. Käfer. Ja. Was macht er denn? Ja, das aber, ne? Wie mustert der denn gerade? Ja. Hast du den Gierschlund gesehen, wie er sie angekickt hat? Ja, ja. Hätten Sie kurz Zeit für mich? Ich muss Sie dringend sprechen. Muss das jetzt sein? Ich habe Na, komm so rein gerade. Meine Güte. Soll ich da schon mal anfangen? Ja. Mhm. So, was ist los? Ich bitte Sie künftig, mich aus diesem Spezialauftrag herauszulassen. Ich bitte Sie. So, so. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Sie wollen also, du willst nicht mehr hier arbeiten, nicht mehr den Job machen? Doch, ich möchte ja meine Arbeit hier machen, aber ich möchte diesen Spezialauftrag nicht mehr. Mädel, ich kann einfach nicht mehr. Mädel, entweder du machst beides oder du lässt es sein. Na, ich mach doch meine Arbeit, aber nicht diesen Spezialauftrag, den möchte ich nicht. Bitte, nehmen Sie mich doch da raus. Mädel, entweder beides oder gar nichts. Und dann bist du ganz schnell entlassen. Und mit dem Zeugnis, was ich dir dann ausstelle, Mädel, kriegst du auch nirgendwo mehr einen das Job. Das können Sie nicht machen, bitte, Chef. Wie, was, er nötigt Sie? Überhaupt, du brauchst das Geld. Ich weiß, dein Mann ist Hartz-IV-Empfänger. Und wie soll das denn bei euch weitergehen ohne Geld? Das funktioniert doch nicht. Ja, das hat doch damit nichts zu tun. Mein Mann ist arbeitslos, ja, aber ich brauche doch diesen Job hier. Es ist Schluss jetzt. Du machst dieses Jobs weiter. Ich habe da keine Lust mehr. Jetzt raus. Ich habe da keine Zeit für. Ey, das ist ja ein Früchtchen, ey. Der ist ja drauf immer, ey. Ist ja interessant. Da bin ich aber wirklich gespannt, was das für ein Penner ist.
Und Mädels, Feierabend, was liegt bei euch noch so an? Ja, mal schauen, was der Abend noch so bringt. Guck mal, Kartenstaub, hier tut sich was. So, jetzt komm raus. Fiona, ja, Olivia, werde ich auch nicht mehr machen. Hoch. Ich habe heute Abend noch einen Spezialauftrag. Da müssen wir jetzt noch hin. Gilt das auch für mich? Ja, sicher. Du bist ja auch in der Firma angestellt, oder? Ja, ja, richtig. Da kommt dir doch schon das mal vor, dass man Überstunden macht. Das ist ein Spezialauftrag. Ja, da müssen wir ein bisschen putzen. Bora ist direkt mit drin. Sehr gut. Gibt es auch extra Geld für? Da gibt es extra Geld für, ja. Los, jetzt ab ins Auto hier. Alle Mann. Ach du, ich will nicht mehr. Ich bin so fertig. Ich kann nicht mehr. Fiona. Ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze, weißt du das? Ich kann nicht mehr. Das wird ja. Mal ein bisschen hinne jetzt. Die hat schon Tabletten reingepfiffen, ne? Guck, die spült auch nach. Sag mal, Chris, aber du hast mir doch gesagt, hier, ihr wart irgendwie schon in so einer Villengegend. Das ist jetzt nämlich das wieder ist, so eine Gegend. Ja, das ist die Gegend hier. Das ist auf jeden Fall die Gegend, wo wir vor der Villa nicht reingekommen sind. Dann gehen wir doch mal davon aus, dass wir da wieder hinwollen. Ich nehme auch stark an. Guck mal da! Ja, Cora, machst du super Sache, alles klar. Jetzt geht's an die Tasche ran und kriegt sich die Pillen an. Mal gucken, ob wir erkennen können, was das ist. Jungs-Tabletten sind das. Ja, deswegen ist die auch so da. Aber wenn sie die natürlich Übermaß nimmt, dann hier. Scheiße, hat sie mitbekommen. Ach, guck mal da, was soll denn das? Lass das, sagt sie. Kümmer dich um dein Mist. Verdammt nochmal. Naja, was passiert hier? Ich weiß nicht, der geht jetzt da rein. Siehst du? Hier, der ist ausgestiegen, geht da rein. Anlage drin. Was jetzt natürlich richtig scheiße wäre, ist, wenn der mit der Karre auf den Hof fährt. Dann haben wir nämlich nur noch ihre Kamera da drin. Wenn die ausfällt, dann müssen wir auf jeden Fall zugreifen. Ich lasse da Cora auf jeden Fall nicht in die Fahrt. Ich bleib hier drin. Ich guck auf dem Bildschirm, was los ist. Falls was passiert. Bleib hier drin. Guck mal, die steigen aus. Die steigen aus. Alles klar, ich bleib hier drin. Ja, ich hol dich. Oh. Schönen guten Tag, Horn. Hallo. Patrick, was hast du mir da? Gucken Sie mal hier. So was Leckeres. Hervorragend. Geht bitte durch. Kommt mit, Kinders. Komm, ich geh ins Wohnzimmer. Alles zu. Alles zu? Was siehst du da, Digga? Wir sind schon im Haus drin. Wir sind da drin. Ja, draußen ist er nicht mehr. Und wir sind reingegangen auf jeden Fall. Guck dir den alten Sack an, hast du gesehen? Ja, ja, natürlich. Jetzt bin ich gespannt, was da abläuft. Ich weiß auch nicht. Hier wird sich jetzt umgezogen. Wie umgezogen? Hier, zieht das Zeug an, Mädels. Jetzt sollen sie das Hus anziehen. Das ist genau das, auf was ich gewartet habe. Alter. Das ist die sexuelle Nötigung, was ich meine. Ich rufe die Polizei an. Ruf sie an und den Aufhänger. Ja, sicher, komm. Na, aber auf gar keinen Fall putze ich in diesen Dingern hier. Ey, jetzt, sag mal, wo jetzt sind hör mal denn zu. Hier? Hör mal zu, hier wird jetzt nicht rumgezickt. Der Mann hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Du schön ziehst das jetzt an Mann. Und dann geht es los hier. Mhm. Aber zackig. Hallo, Herr Schmitz? Ja, Täuber hier von der Detektei Stahl, hallo. Könnten Sie in die 100 kommen? Ja, wir haben Ihre Frau hier aufgefunden. Guck dir das an! Und die sehen mir nicht so aus, als wenn sie das freiwillig machen. Nee. Setzen Sie sich, gucken Sie mal, setzen Sie sich, genießen Sie den Spaß. So, le Mädels, Licht los. Cora, mach mir die Tür auf, alles klar. Super. Sie macht die Tür auf, ja, wunderbar. Oh, warte ab, du, hier wird mich abgehauen! Ey, was war das? Was ist jetzt? Was? Oh, gar nichts hier. Ey, was macht der über hier? Der hat die. Der hat die geschlagen. Der schmeißt wieder geschlagen. Komm! Was hast du? Du hast dir Schaden, den habe ich gesehen. Komm her. Jetzt gehen wir gleich rein. Und ich schwöre dir, wenn dir was passiert, ist die Hölle los. Steh auf. Steh auf. Komm hoch. Cora. Geht's dir gut? Komm her. Halt dich fest. Carsten, ich habe Cora gefunden. Chris, ist alles in Ordnung mit Cora? Ja, Cora ist okay. Wenn ihr seid, raus.
Los, renn! Hof mit dir! Ho, 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 ho! Da bleibst du selbst unterwegs, ich kann nicht. Ich will auch noch mit dir kommen. Was ist sie? Dass du hier sexuelle Nötigung betreibst, ist schon eine ernst schnurschisse Sache. Aber du hast einen Fehler gemacht. Du hast meine Mitarbeiterin geschlagen. Und dafür, mein Freund, kriegst du richtig den Arsch voll. Was ist denn hier los? Das ist doch meine Show. Da haben sie doch Geld für bezahlt. Pass mal auf! Halt die Fresse, setz ein! Das ist mein Haus. Ganz ruhig jetzt hier. Ich sag dir, was hier läuft. Hallo, Polizei. Taschen. Detail Stahl. Ich bin ja schon ruhig. Schauen Sie mal hier. Das ist der Eigentümer des Hauses hier, Freund Spanner. Und du bist jetzt ruhig, seid ihr. Passen Sie mal auf. Hier. Der Herr hier. Ja. Das ist meine Frau. Taschen, auf der Wieder, sag mal der. Hallo. Bleiben Sie ganz ruhig. Der Herr hier, Rumpelstilzchen. Hat unter falschen Voraussetzungen Putzfrauen angeworben und hat sie zum Nacktputzen gezwungen. Ja, er hat sie nötig dazu. Ja, und der eine oder andere, darunter auch ihre Frau, ist dadurch wieder. Was du? Das bringt jetzt gar nichts. Chris, kümmert dich darum. Das kümmert sich. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie mit. Sexuelle Nötigung. Und vor allen Dingen hat meine Mitarbeiter niedergeschlagen. Und dann haben wir alles auf Kamera und Video. Okay, jetzt müssen wir ins Krankenhaus fahren. Ja? Okay, ich kümmere mich gleich um Sie. Wo ist denn meine Frau jetzt? Da ist sie, da ist sie. Frau Schmidt, Mann. Fett. Bei Ihnen ist auch was. Schatz. Mann, ich habe mich so geschämt für dich. Schatz. Ich schäme mich doch auch, Schatz. Ey, warum hast du nicht mit mir geredet? Schatz, ich liebe dich. Ich wusste nicht weiter. Weil wir haben doch einmal die Scheiße erlebt mit den Tabletten. Warum wieder? Und wir haben das Geld gebraucht. Komm, komm her. Wir machen eine Therapie zusammen. Ich helfe dir dabei, Schatz. Ich werde sie machen, Schatz. Ich verspreche dir das. Herr Stahl. Herr Schmitz, das ist natürlich alles eine ganz harte Nummer gewesen. Vor allem jetzt haben wir mitgekriegt, dass Sie wieder Tabletten nehmen. Tun Sie mir einen Gefallen. Sie sind jetzt. Das Wichtigste ist die Liebe zu Ihrem Mann. Und das schaffen Sie gemeinsam wieder raus. Na, ja? Und eine andere Sache. Ich habe mit einem Kollegen von mir telefoniert. Der braucht einen Mechaniker in seiner Garage. Vielleicht kann ich ihm da helfen. Und ganz ehrlich, in meiner. Ach, mein Büro sieht das auch immer ein bisschen katastrophal aus. Können Sie vielleicht auch ein bisschen uns helfen? Das? Okay? Ja, das machen wir. Aber dann telefonieren wir jetzt in Ruhe. Da sprechen wir in Ruhe nochmal drüber. Jetzt muss ich mich erstmal um meine Mitarbeiter kümmern. Dankeschön. Kein Problem.